Hallo meine Lieben, heute will ich mal machen Kotelettchen. Das sind so Frikadellen, große Frikadellen. Dafür nehme ich drei große Zwiebeln. Die Zwiebeln habe ich noch nicht geschält. Ich schäle sie gleich und mache ich sie durch Mixer, mache ich das ganz fein. Und Knoblauch, das liegt schon zur Seite. Ich wollte nur zeigen, ich nehme drei so große Zwiebeln. Und 4-5 Zähnchen nehme ich Knoblauch. Deswegen liege ich das schon zur Seite. Ich habe hier zwei Eigelb, nur Eigelb. Dann nehme ich Salz, brauche ich Pfeffer, Öl, Fleisch habe ich hier, Hackfleisch, Schweinehackfleisch habe ich. Hier habe ich Kilo, 300 Gramm. Und ich nehme weißes Brot, das Brot habe ich schon eingeweicht in der Milch. Das mache ich auch gleich ganz fein alles. So, das Brot habe ich so vermahlt. Sehen Sie, das ist ganz fein. Und die Zwiebel mit Knoblauch auch. Jetzt mache ich das Hackfleisch fertig. In das Hackfleisch kommt gleich alles hier rein. Ich nehme heute keine Kartoffel. Mache ich einfach so. Wie Brei. Sehen Sie, die Zwiebel habe ich so vermalt wie ein Brei. Und das Brot auch. Ich habe Weißbrot genommen. Und in der Milch habe ich das auch geweicht. Hier habe ich 150 Gramm Brot. Habe ich abgewogen. Eigelb. Alles sauber rein. Kommt das alles hier rein. Ich salz gleich. Ein Teelöffel nehme ich Salz. Aber salzen müssen Sie immer nach Ihrem Geschmack. Ich nehme ein Teelöffel, dann gucke ich, vielleicht muss ich noch ein bisschen dabei machen, vielleicht auch nicht. Und Pfeffer. Pfeffer nehme ich ungefähr so einen Teelöffel. So. Und was mache ich heute noch? Ich nehme heute Sonnenblumenöl und kommt hier in das Fleisch Sonnenblumenöl rein. 2 Esslöffel nehme ich. Dann sind die Frikadellen saftig und schmecken sehr lecker. Jetzt vermische ich das alles und dann zeige ich, was mache ich weiter. So, das habe ich alles ganz schön durchgemischt. Ich habe ein Brett genommen und das Brett habe ich ganz schön mit Öl eingeschmiert. Und mache ich jetzt die Frikadellen und lege sie auf das Brett drauf. So, ich mache sie nicht so groß. Zuerst mal schlage ich das so ein bisschen. Sehen Sie, das Fleisch ist so weich, so locker. So, mache ich sie. Lege ich auf das Brett drauf. Jetzt mache ich sie alle. Und dann braten wir sie. Aber immer ein bisschen so durchschlagen, das Fleisch. In der Hand. So. Die Kotelettchen habe ich alle gemacht. Auf dem Tisch liegen noch. Hier habe ich nur ein Brett genommen. Die Pfanne habe ich schon aufgestellt auf den Herd. Kommt jetzt so 3-4 Esslöffel so Öl rein und lasse ich das aufwärmen. Das Öl ist schon so gefüllt, mal an, das ist schon heiß. Ich probiere immer mit Mehl. Wenn Mehl kocht, das sehen Sie, das ist schon heiß genug. Jetzt kann man schon die Frikadellen reinlegen. Ich nehme jetzt wieder die Frikadellen, nehme ich in das Mehl einfach so ein bisschen. So. Wie streue ich das und ein bisschen wieder abstreuen, wie ich sag mal so. Und dann kommen sie hier rein. Jetzt backe ich sie alle. Jede Seite backe ich so goldbraun. Sie brauchen nicht ganz fertig sein. Ich mag sie heute
Ich zeige Ihnen, wie mache ich heute das. Das schmecken Sie dann sehr, sehr lecker. So. So, jetzt gehen Sie in. An der anderen Seite. So, jetzt nehmen wir sie raus und so braten sie jetzt alle. So, jetzt mal. Meine Kotelette habe ich alle fertig gebacken. Ich habe so eine Form genommen, mit Folie ausgelegt. Dann brauche ich diese Form nicht so waschen. Und jetzt kommen die Kotelette hier rein. Und ich habe schon den Backofen angemacht auf 180 Grad. Stelle ich sie jetzt gleich in den Backofen. Ab so 25 bis halbe Stunde zum Aufbacken. Sie backen sie ganz durch und dann werden sie so saftig, bleiben sie saftig. Ich habe sie nur ein bisschen angebratet. So lege ich sie alle rein. Die passen ganz gut rein, alle sehen Sie. So. Und jetzt mache ich mit Folie wieder so oben so zu. Ganz fest so zu machen. Wie gesagt, 180 bis 200 Grad können Sie stellen. Und ich stelle sie auf eine halbe Stunde. Dann sehen wir uns. So, meine Kotelette waren im Backofen 20 Minuten. So ungefähr habe ich sie drin gelassen. Und jetzt gucken wir mal. Das duftet, ich habe schon aufgemacht. Das duftet, das schmeckt sehr, sehr lecker. Die sind weich. Die sind so weich. Die sind saftig. Innen drin, gucken Sie. So. Saftig. Riechen ganz lecker, weich. Probieren Sie so eine Rezepte, diese Frikadellen zu machen. Frikadellen oder Kotelettchen. Das ist jetzt gleich alles. Ich mag viel verschiedene. Und diese lieben wir am besten. Und wenn hat es Ihnen gefallen, stellen Sie mir Daumen nach oben und gleich abonnieren Sie meinen Kanal. Ich bin immer froh nach neuen Abonnenten. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie mit mir auf meinem Kanal. Ich komme noch zu Ihnen. Alles, alles Gute zuerst mal sage ich. Und guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen, Nachkochen. Bis nächstes Mal auf meine Küche. Tschüss.